Kein Regen, das sollte sich schlagartig ändern. Ein kleiner Sturm sorgte schnell für komplett nasse Straßen und Juha Kankkunen ging daher die erste 32 Kilometer lange Prüfung verhalten an. Der Finne markiert die fünfte Zeit, 23 Sekunden hinter der Bestzeit. Henrik Lundgaard ging es da doch etwas flotter an, aber seine Befürchtungen vor dem Start bewahrheiteten sich. Motorprobleme und so brachte der Däne das Auto gerade noch ins Ziel der Prüfung, um dann aufgeben zu müssen. Pech auch für Enrico Bertone. Just vor unserer Kamera muss der Italiener anhalten und Sie haben es sicher schon gesehen, Reifenschaden vorne rechts. Bertone und sein Beifahrer Chiapponi springen aus dem Auto, um unter dem Gebrüll der Zuschauer das Rad zu wechseln. Lundgaard, der bereits von Bertone überholt wurde, fährt wieder am Italiener vorbei. Einer der Zuschauermagneten ist der Spanier Salvador Canellas. In seinem Seat Cordoba Evo 3 hat er auch schon bei der Catalunya Rally geglänzt, als er nach dem ersten Tag dieses WM-Laufs Siebter war. Hier fährt er auf der ersten Prüfung gleich mal Bestzeit. Das ist Luis Monzon, einer der Spanier, die hier immer gut unterwegs sind. Dieses Mal bewegt er einen Peugeot 206 World Rally Car. José María Ponce hat ebenfalls einen schlechten Start erwischt, denn, wie Sie gleich sehen werden, ist die rechte Seite seines Peugeots bereits schwer eingedrückt. Er ist gegen ein parkendes Auto geknallt und hat dabei rund eine Minute verloren. Unterdessen kann Bertone wieder Fahrt aufnehmen, aber die ganze Aktion hat ihn über 5 Minuten gekostet. Ein Citroën Kit Car, aber es ist nicht das von Jesus Puras, dem Gewinner der beiden letzten Ausgaben der Corte Inglés, der hier nicht am Start ist. Es ist Ricardo Avero, der hier die drittbeste Zeit in dieser ersten Prüfung fährt. Flavio Alonso in einem Seat Cordoba Evo 2. Alonso ist fast so schnell wie sein Markenkollege Canellas. Auf ihn verliert Alonso nur 2,3 Sekunden. Antonio Ortega in einem Peugeot 306 Kit Car wird durch die nassen Bedingungen ein wenig eingebremst, aber es reicht noch zur sechsten Zeit. Für Luis Monzon läuft es weniger gut. Er hat auf die falschen Reifen gesetzt und auch noch einen Reifenschaden, der ihn rund 4 Minuten kostet. Seine Siegchancen sind damit bereits früh dahin. José María Ponce hingegen kämpft, um an der Spitze dran zu bleiben. Er hat vielleicht das beste Auto im Feld, aber er muss die Leistung des Peugeots erstmal auf der Straße umsetzen. Auf der zweiten Prüfung beginnen sich die Verhältnisse zu ändern. Der erste Teil ist trocken, der zweite noch nass. Keine einfachen Bedingungen für die Fahrer, vor allem nicht für Juha Kankkunen, denn den ereilt auch noch ein Reifenschaden. Hier der Finne auf dem nassen Teil. Die Prüfungen 2 und 3 beendet Kankkunen nur jeweils als Sechster. Ricardo Avero ist ebenfalls nicht sonderlich begeistert von diesen nassen Bedingungen, denn sein Xara hat keinen Allradantrieb. Siebte Zeit auf der 2, immerhin. Aber dann im Trockenen auf der kurzen dritten Prüfung wird er Dritter und schiebt sich auf den dritten Platz der Gesamtwertung. Flavio Alonso aber liegen diese wechselnden Bedingungen und sein Seat läuft wie ein Uhrwerk. Dritte Zeit auf der 2 und Bestzeit auf der 3. Zur Überraschung aller bedeutet das die Führung nach 3 Prüfungen, wenn auch nur knapp. Sein Landsmann und Markenkollege Salvador Canellas ist der Einzige, der an Alonso dranbleiben kann. Und Canellas kann in der vierten Prüfung sogar noch einen drauflegen. Denn er verwandelt einen 4-Sekunden-Rückstand in einen 33-Sekunden-Vorsprung. Das bedeutet, dass er die restlichen Prüfungen an diesem Tag mit einem komfortablen Vorsprung angeht.